Jolan Trun, willkommen zu einem weiteren spannenden Tag in unserer Galaxis und willkommen zu einem ganz normalen Video aus unserer A bis Z Offizierserie. Endlich mal wieder. Und heute haben wir einen epischen Offizier, der, denke ich mal, den meisten bekannt sein sollte, denn das ist Quark. Natürlich reden wir auch hier noch einmal über die ganz normalen Standardsachen. Er ist Klasse Befehl, also man braucht Kommandoabzeichen, um ihn abzugraden. Er gehört zur Gruppe Ferengi-Konglomerat, das heißt, wenn er Captain ist, kann er Synergien bekommen von anderen aus der Gruppe oder einem Captain aus der Gruppe Synergie geben, wenn er mit auf der Brücke ist. Und er gehört zur Fraktion Ferengi, das in dem Fall bedeutet, dass du unabhängigen Credits brauchst, um ihn abzugraden. Und wie bei jedem Offizier ist hier ein Erklärtext dazu in der Infobox. Bei Quark, der natürlich einer der Hauptcharaktere von Deep Space Nine war, ein längerer. Falls du tatsächlich Deep Space Nine nicht kennen solltest, solltest du ihn unbedingt mal lesen, denn Quark war schon ein sehr wichtiger Charakter dieser Serie. Und wie du hören konntest, hat er natürlich ein Kapitänsmanöver, schenk ihn nichts. Ich bin jetzt nicht der Meister der Erwerbsregeln, aber das ist garantiert eine der Erwerbsregeln. Ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, welche. Das bedeutet aber, er erhöht die geschützte Fracht um 105% und Quark ist auch auf einem meiner Abbauschiffe, nämlich auf meinem Isogen-Miner im Moment. Und da nutze ich vor allem auch die geschützte Fracht, aber eben auch seine Offiziersfähigkeit Nimm ihn alles. Auch das muss eine Erwerbsregel sein. Er erhöht die Abbaugeschwindigkeit um 100%. Beide Fähigkeiten, natürlich in Kombination mit anderen Offizieren, nutze ich im Moment auf einem meiner Schiffe für den Isogenabbau. Wir haben so ein paar Trolle, die regelmäßig in die Gebiete fliegen, also benutze ich nicht meine Meridian, sondern einen Fraktionsminer, der nämlich gar nicht OPC gehen kann, also über die geschützte Fracht drüber gehen kann, selbst bei 3-Sterne-Isogen bei uns nicht, weil der mehr als 1 Million geschützte Fracht hat, aber da ist dann, also mit Quark zumindest, und da ist dann auch Quarks Hilfe dann vonnöten, damit ich da nämlich wegen OPC nicht abgeschossen werden kann. Und wir haben natürlich so ein paar Trolle bei uns auf dem Server, die einfach wild um sich schießen. Aber die Reparaturkosten, auf meinem Level stören dich Reparaturkosten nicht für so einen Frachter. Und wenn er den abschießt, schicke ich ihn halt wieder hin. Und er kriegt halt nichts. Das ist halt das Wichtige, dass er nicht dann auch noch als Belohnung Fracht bekommt. Aber die Trolle gibt es leider überall. Nichtsdestotrotz hat Quark natürlich auch als epischer Offizier noch 3 Fähigkeiten für Außenteams, nämlich Einfallsreich, Überlebender und Händler. Die kann man freischalten und upgraden. Du siehst, ich habe da einmal drauf gedrückt, wahrscheinlich weil ich für irgendein Event 1500 Eigenschafts-EP noch ausgeben musste. Aber Quark schicke ich halt nicht weg. Du siehst unten links, dass er auf Schiff D ist bei mir und deswegen bleibt er auch weg von den Außenteams und an Bord meines Schiffes. Und das Schöne bei Quark ist, er ist heute einfacher zu bekommen als zu den Anfangszeiten, denn er ist in mehreren Sachen drin. Er ist einmal in der, was ich immer die überfüllte Rekrutierung nenne, nämlich in der Ultra-Rekrutierung. Da ist Quark mit drin, da hast du eine Chance, Teile zu bekommen, auch wenn es dann da schon sehr viele Offiziere gibt und die Wahrscheinlichkeit jetzt nicht ganz so hoch ist, einen bestimmten zu bekommen. Aber da ist er schon mal dabei. Dann ist das Schöne, dass er in der Missionsschlüsselrekrutierung mit drin ist. Und wenn ich zur Missionsschlüsselrekrutierung gehen muss, kommt natürlich wieder mein Standardvortrag. Leute, über den Scopely Webshop, wenn ihr über den Browser reingeht, könnt ihr jeden Tag, wenn ihr einen Scopely-Account habt, und das sollte man haben, damit man immer Zugriff auf seinen Account hat, wenn mal was passiert, kann man sich jeden Tag einen Missionsschlüssel holen. Und zwar umsonst. Und gerade wenn Scopely einmal was umsonst gibt, bei dem, was die sonst kassieren, sollte man das nicht außen vor lassen. Ganz besonders, weil wir haben jetzt gerade, wo ich das filme, wieder ein Missionsschlüssel-Event. Da gibt es natürlich ein Event für dich, einen Meilenstein, aber eben auch ein Allianz-Event. Das heißt, wenn du dir eben nicht jeden Tag deinen Missionsschlüssel holst, tust du deiner Allianz keinen Gefallen. Deswegen ist es kein großer Aufwand. Geh einmal am Tag in den Webshop, hol deinen gratis Missionsschlüssel, hole Punkte fürs Event und natürlich bedeutet das auch, du holst für dich jeden Tag ein
epischen Offizierteil. Du siehst, ich habe jetzt gerade 17, ich habe jetzt ein bisschen nicht umgetauscht. Ich bekomme 17 Teile von diesen 10 Offizieren. Ist Zufall von wem? Aber es sind 17 garantierte Teile für epische Offiziere. Und das heißt, jeden Tag ein garantiertes Teil für einen epischen Offizier. Warum liegen lassen? Deswegen halte ich diesen Vortrag bei jedem Offizier, der in Missionsschlüsseln dabei ist. Aber Quark gibt es dann sogar noch in meiner Lieblingsabteilung, nämlich den Transporter Musterpuffern. Da muss ich gucken, wo. Da war dann Rom und irgendwo muss Quark auch noch sein. Wenn ich nicht blind bin oder die ihn heimlich rausgeschmissen haben. Ah, da ist Quark. Zu schnell vorhin drüber weggegangen. Da kann man für 1100 Transporter-Musterpuffer ein Quark-Teil bekommen. Das heißt, für 11.000 kriegt man 10 Quark-Teile. Das ist, wie gesagt, meine Lieblingsabteilung, weil ich genau aussuchen kann, von welchem Offizier ich was haben möchte. Leider nicht alle Offiziere da drin. Alle epischen würden ja schon reichen, aber auch die sind nicht alle drin. Aber Quark ist drin. Also nochmal eine zusätzliche Chance, gezielt Teile für Quark zu holen. Und du kannst sehen, ich habe schon 647 Teile für Quark. Muss ihn mal wieder upgraden. Aber das ist die beste Art und Weise ranzukommen, sobald man seine ersten Transporter-Musterpuffer hat und man Quark haben will. Natürlich möchte ich auch deine Meinung wissen zu Quark. Wie setzt du ihn ein? Wie zufrieden bist du? Schickst du ihn auf Außenteams? Hast du ihn auf dem Schiff? Das ist immer sehr interessant für neue Spieler in diesem Spiel, auch von anderen erfahrenen Spielern was zu hören. Egal, ob im Kommentar unter dem Video oder auf Discord. Und wenn du jetzt noch ein weiteres Video sehen willst, das nächste ist hier im Endscreen. Ich sehe dich dann da. I'll be back.